Heute will ich nun mal über die Senkung des Verbrauchs hier auf der Krim berichten. Das, was wir in Deutschland an Strom bezahlen, übrigens, das ist etwa so viel, was ich hier an Gesamtnebenkosten einschließlich Internet bezahle. Also in Deutschland wird es am Preis orientiert und hier am Stromverbrauch. Das ist eine neueste Sicherung mit 16 Ampere Hauptsicherung und dieses war die alte Sicherung mit 25 Ampere. Das war noch eine ukrainische, kann man schlecht lesen, ukrainische Sicherung, also das musste ausgetauscht werden mit dem Stromzähler. Naja, und als nächstes kommt das Wasser. Und nun zum Wassersparen. Wir haben eine neue Wasseruhr kaufen müssen. Die alte war Anschluss 3/4 Zoll, jetzt ist nur noch 1/2 Zoll genehmigt. Die Wasseruhr hat umgerechnet 9 Euro gekostet, das sind also 560 Rubel. Und ist maximale Durchfluss 1,5 Kubikmeter pro Stunde. Und dazu muss ein neues Rückschlagventil am Ausgang montiert werden. Das ist hier. Und mit der Schieblehre, hier bleibt draußen. Das sind, wenn man mal guckt, so schlecht. 8 mm auf jeden Fall. Moment, kommt es noch scharf. Jawohl, 8 mm. Was wollte ich noch sagen? Aber diese Drosselung von der Wasseruhr, das sind halt die Sparmaßnahmen hier. In Deutschland geht es halt alles über den Preis, da muss man zahlen und zahlen und zahlen. Beim Strom sind es in Deutschland zurzeit 54% Steuern, wenn es im Fernsehen braucht. 54% Steuern. Und Wasser, naja, man kann sicher arrangieren. Auf jeden Fall, der Preis ist wesentlich günstiger als in Deutschland. Viel günstiger. Und nachdem halt die Ukraine, ich glaube, was, 2014, den Frischwasserkanal gesperrt hat, zugeschüttet hat auf ukrainischer Seite, musste man hier halt nach anderen Möglichkeiten suchen zum Trinkwasser gewinnen für die Versorgung der Bevölkerung. Und es geht halt nur übers Grundwasser und da hat man zum Teil alte Pumpe und neue Pumpe und Wasserrohre alles frisch verlegen müssen. Und das ist halt auch ein Preis und das muss man halt ein bisschen mit dem kostbaren Nass ein bisschen sparsamer umgehen. Aber das Wasser, das Grundwasser jetzt, das ist wesentlich sauberer als das Wasser, was wir bisher über den Kanal vom Dnieper über die Ukraine gekriegt haben. Und dieser Kanal wurde damals unter dem Staatspräsidenten oder sowjetischen Präsidenten Stalin gebaut und Ukraine hat es halt abgesperrt. Ebenso wie vor November 2015 haben da so ukrainische Separatisten die Stromleitung, die Dimmermasten, gesprengt. Und daraufhin hatten wir 4,5 Tage keinen Strom hier. Und sogar unser damaliger Außenminister, der Herr Steinmeier, hat beim Herr Poroschenko protestiert. Der hat ein Polizeiauto geschickt mit 4 Polizisten und im Fernsehen ist gekommen, die haben sich ein bisschen angerempelt und dann sind die Polizisten wieder fort und damit war der Fall erledigt und jetzt haben wir halt eigenen Strom und also von Russland drüber hin sind die Leitung gelegt und dann war er halt auch Sparmaßnahmen und so.
und eigene Stromgenerator haben wir uns schon vorher, weil wir das Comic sehen, zugelegt. Und das haben wir halt überbrückt. Ich muss mich verbessern. Vorhin habe ich gesagt, es waren Separatisten, die die Stromzufuhr gesperrt haben. Das ist falsch. Es waren Nationalisten, also ukrainische Nationalisten, die die Strommasten gesperrt haben. Und so, das war in der Nacht, im November, darum weiß ich nicht, aber es war von Samstag auf Sonntag, genau nachts um 12. Und dann haben wir erst wieder donnerstags nachmittags für einige Stunden Strom gehabt. Also aus dem öffentlichen Netz, wie gesagt, haben wir ja Generator gehabt. Aber das Tanken und so, das war dann auch ein Problem, weil einige Tankstellen haben halt auch kein Strom gehabt für ihre Zapfsäule, haben kein Generator gehabt und so. Und dann hat man schon ein bisschen Schlange stehen müssen. Naja, jetzt haben wir ja Strom und Wasser haben wir auch Gutes.